In unserem letzten Punkt geht es natürlich um die Corona-Impfungen. Zunächst freut es uns, dass es wieder neue Impftermine für Wien gibt und eine große Zahl der Wienerinnen und Wiener eine Impfung in Anspruch nehmen können. Allerdings ist es auch eine traurige Wahrheit, dass Österreich unter dem weltweiten Durchschnitt bei den Impfungen verharrt. Diese Umstände sind der fehlenden Kompetenz und Organisation der türkis-grünen Regierung zu verdanken. Es geht hier nicht nur lediglich um Zahlen, sondern um Menschenleben. Dass wir uns bitte immer verdeutlichen. Gäbe es genug Impfstoffe, hätten viele Bürgerinnen ihr Leben nicht verlieren müssen. Die Verantwortung für dieses Versagen muss in einem eigenen dafür eingerichteten U-Ausschuss geklärt werden. Nun gilt es, keine weiteren Versäumnisse zuzulassen und rasch die Durchimpfung der Bevölkerung voranzutreiben. Ich glaube, eine Möglichkeit, um den Impferfolg zu steigern, ist, der Bevölkerung die Wahl für das gewünschte Impfmittel zu überlassen. Denn Bürgerinnen wollen in der Regel geimpft werden, allerdings mit Impfstoffen, die sich erwiesen haben und möglichst wenige Nebenwirkungen zeigen. Ich denke, so können wir auch die Durchimpfungsrate in der Bevölkerung deutlich erhöhen. Ich danke für Ihr Zuhören.